Hey Leute, herzlich willkommen zu meiner neuen Kategorie. Was ist eigentlich? Hier erkläre ich euch alles Mögliche aus der Welt der EDV in einfachen und verständlichen Worten. Das hoffe ich zumindest. Heute geht es dabei um Cloud-Speicher. Was ist das eigentlich? Wozu braucht man das? Und was kostet das? Nach dem Intro geht's los. Was ist eigentlich die Cloud? Frei aus dem Englischen übersetzt heißt Cloud einfach Wolke. Eine Wolke am Himmel, wie wir sie kennen, besteht hauptsächlich aus winzig kleinen Wassertröpfchen und Pisse aus Flugzeugen. Diese Wolken kann man von überall aus sehen, sie sind nur nicht wirklich etwas, was man greifen kann. Spricht man jetzt aber unter EDV-Leuten von einer Cloud, meint man entweder Cloud Computing oder Cloud Storage. Uns interessiert heute in erster Linie der Cloud Storage. Also das Speichern von Daten wie Word-Dokumenten, Excel-Dateien oder Bilder, Videos, whatever in der Cloud. Die EDV-Menschen-Cloud ist ein Zusammenschluss mehrerer Computer zu einer größeren Einheit. Diese Einheit ist für den Nutzer nicht direkt greifbar, weil die Computer überall auf der Welt stehen können und untereinander vernetzt sind. Sie bilden die Basis der digitalen Wolke. Alles gut und schön, aber was nutzt dann so eine Cloud? Mit einem Cloud-Speicher stehen einem dollsten Möglichkeiten zur Verfügung, denn auf Dateien aus der Cloud kann man von überall aus der Welt darauf zugreifen, sofern man einen Internetanschluss hat. Denn um die Cloud zu nutzen, ist der Zugang zum Internet Pflicht. Ein Beispiel, wo die Cloud extrem nützlich ist, ist, ihr fliegt in den Urlaub. Stellt euch vor, ihr habt die wichtigen Unterlagen, die ihr für die Reise braucht, wie Hotelgutscheine etc. zu Hause auf dem Tisch liegen lassen. Das ist in erster Linie erstmal richtig schlecht, es sei denn, ihr habt sie vorher in der Cloud gesichert. Dann könnt ihr ganz einfach am Flughafen, im Terminal oder im Hotel die Gutscheine drucken. Ein anderes Beispiel, damit wir beim Urlaub bleiben. Ihr kommt aus dem Urlaub zurück, wollt die tollen Bilder, die ihr gemacht habt, natürlich mit euren Freunden teilen, ihnen die per E-Mail schicken, aber Problem, ihr sprengt deren Postfächer. Das könnt ihr vermeiden, wenn ihr ihnen einfach einen Link zu einem freigegebenen Ordner innerhalb der Cloud schickt. Die können sich dann die Bilder, wann sie wollen, herunterladen und in voller Auflösung genießen. Aber es gibt noch andere tolle Möglichkeiten, wie zum Beispiel das gleichzeitige Bearbeiten von Dokumenten oder den Speicher als Datensicherung für eure Handys zu benutzen. Also ihr seht schon, es gibt tolle Möglichkeiten, die Cloud zu nutzen. Aber was kostet sowas? Es gibt einige bekannte und bewährte Anbieter von Cloud-Speicher, die unterschiedlich viel Speicher zu unterschiedlichen Preisen zur Verfügung stellen. Die ersten Gigabytes gibt es aber meistens kostenlos. Die bekanntesten Anbieter sind dabei Dropbox. Bei Dropbox bekommt ihr 2 GB direkt zur kostenlosen Verfügung, die ihr auf bis zu 16 GB durch Freundschaftswerbung ausbauen könnt. Sollte euch das nicht reichen, könnt ihr maximal 1000 GB für 9,99 € im Monat zubuchen. Dann gibt es noch Google Drive. Bei Google Drive bekommt ihr 15 GB kostenlos. Den könnt ihr für alle Dienste von Google nutzen. Außerdem bekommt ihr bei Google Zugriff auf einige Web-Apps. Da könnt ihr zum Beispiel Dokumente bearbeiten, Präsentationen erstellen oder ähnliches. Sollten euch die 15 GB, die Google euch zur Verfügung stellt, nicht ausreichen, könnt ihr bis zu, jetzt haltet euch fest, 30.000 GB, also 30 Terabyte für 299 € im Monat zubuchen. OneDrive. OneDrive hieß früher SkyDrive und ist der Dienst von Microsoft. Beim Einstieg in OneDrive bekommt ihr ohne Wenn und Aber 15 GB kostenlosen Speicher von Microsoft gestellt. Den könnt ihr natürlich auch etwas ausbauen. Durch Freundschaftswerbung kriegt ihr bis zu 20 GB. Besonders interessant an dem Dienst von Microsoft ist die Office 365 Anbindung und die Möglichkeit, Word-Dokumente, Excel-Dateien, PowerPoint-Präsentationen oder ähnliches online zu bearbeiten. Dafür müsst ihr noch nicht einmal Office auf eurem Rechner installiert haben. Maximal gibt euch Microsoft jedoch 1000 GB für 69 € im Jahr. Da ist ein Abonnement für Office 365 schon eingeschlossen. Natürlich hat auch Amazon seinen Dienst, das ist das Amazon Cloud Drive. Amazon bietet den Cloud-Einsteigern 5 GB kostenlosen Speicher zur Verfügung. Besonders interessant ist der Dienst vielleicht für Prime-Kunden, denn die bekommen unendlich viel Speicher für ihre Fotos. Für alle anderen, denen der Speicher nicht ausreicht, die können für 400 € im Jahr bis zu 1000 GB bekommen. Die iCloud von Apple. Ja, auch Apple hat seinen Dienst. Bei Apples iCloud gibt es 5 GB kostenlos. Die können ausgebaut werden auf bis zu 1000 GB für 20 € im Monat. Die iCloud fungiert übrigens als Backup-System für eure Apple-Geräte und synchronisiert alle Daten und Apps miteinander und untereinander. Im Prinzip wie jede andere Cloud auch,
Doch bei Apple muss es extra erwähnt werden, weil es eben Apple ist. Die Preise für das bereitgestellte Datenvolumen ändern sich natürlich stetig. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, haben sich die Preise vielleicht schon längst geändert. Also schaut einfach mal nach bei den Anbietern. Die passenden Links dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Okay, und wie nutzt man jetzt so eine Cloud? Das ist an sich recht einfach. Wenn ihr euch für den ein oder anderen Cloud-Dienst entschieden habt, geht ihr einfach auf die Webseite, meldet euch an, dann kriegt ihr im Zuge dessen eine Software angeboten, die installiert ihr gleichzeitig auf eurem PC, Tablet, Handy, was, whatever, und die Magie geschieht. Auf eurem Desktop-PC wird dann zum Beispiel ein extra Ordner angelegt, wenn ihr Dateien da hineinschiebt, schiebt ihr sie quasi in die Cloud. Von da an habt ihr dann Zugriff von eurem Handy auf die Dateien, die ihr vom PC aus drauf zugeschoben habt. Ich hoffe, ihr versteht das. Auf dem Handy habt ihr nach der Installation der passenden App die Möglichkeit auszuwählen, welcher Ordner oder welche Dateien mit der Cloud synchronisiert werden. Ja, Cloud. Sinn oder Unsinn? Ich finde die Cloud extrem nützlich. Für Schüler und Studenten, die können ihre ganzen getippelten Sachen wunderbar immer dabei haben, ohne sie wirklich dabei zu haben. Hausaufgaben können easy miteinander geshared werden. Auch ich daheim habe einige Daten in der Cloud ausgelagert. Da kann ich nämlich easy entweder am PC, auf dem Sofa oder mit dem Tablet draußen im Garten meine Sachen machen. Das ist deutlich einfacher, als immer einen USB-Stick dabei zu haben. Auch Party- oder Urlaubsbilder kann ich so easy mit meinen Freunden sharen. Also für Cloud Storage. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Was haltet ihr denn eigentlich von dieser Kategorie? Schreibt mir einfach mal eure Fragen und Anregungen unten in die Kommentare. Und ich sag bis dahin. Ciao.